Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Heute wieder auf meiner Grundhof-Map. Wie versprochen mit der Nachtfahrt der Linie 76 hin und zurück. Ja, fangen wir erstmal an, den Bus vorzustellen. Wir fahren den MAN NL233 in der CNG-Variante. Das ist jetzt auch ein Testbus. Dann haben wir jetzt erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, abgekauft. Also wir testen ihn gerade von anderen Verkehrsbetriebe. Und dann entscheiden wir, ob wir den behalten. Ja, das ist der Bus. Ist ein bisschen älter, ursprünglich von der Hochbahn der Bus. Aber die Hochbahn hat ihn nie bekommen. Also die hatten den, aber fanden den doch nicht so pralle und haben ihn weitergegeben. Einer anderen Verkehrsgesellschaft. Und jetzt haben wir den danach bekommen. Krasse Story. So, Licht. Habe ich verstanden. Es läuft, würde ich sagen. Leuchtet alles wunderschön. Wir fehlen Straßenlaternen. Stimmt. Beziehungsweise sind zu wenig. Den ob wir jetzt Ansagen haben. Das ist ja irgendwas faul. Komisch, der MÜ hat immer keine Räder, wenn man ihn abstellt. Ne? Wahrscheinlich aus Gründen der FPS und so, aber es sieht halt wahnsinnig scheiße aus. Hallo. Geil. Was ist denn das für eine Kasse hier? Hier im Bus muss mal richtig angefeuert werden. Aha. Ah, recht hat sie, es ist kühl. Wir machen Beine. Thank you.
Gleich ist wieder leise. Nur kurz halten. Guten Abend. Guten Tag. Eine Einzelfahrt, bitte. Stimmt der Rückgeldbetrag? Stimmt der Rückgeldbetrag? Stimmt der Rückgeldbetrag? Stimmt der Rückgeldbetrag? Ja. Na gut, wenn Sie meinen. Emma, Kurzstrecke, bitte. Ach so. Naja. Ich wollte einen Fahrschein. Egal. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Keine Ahnung, was ich hier drücke. Ich lasse es nicht. Das ist kalt hier. Eine Einzelfahrt, bitte. Also ich denke, der Bus, den werden wir nicht abkaufen. Folgende Gründe. Und zwar ist er erstens ziemlich laut, er ist nicht leiser als Dieselfahrzeug. Zweitens müssten wir umrüsten für Erdgas. Ich weiß gar nicht, ob wir das an der Tankstelle bei uns da auch haben. Obwohl, dann bräuchten wir nicht umrüsten. Okay, das ist also kein Grund, aber bis jetzt überzeugt mich der Bus noch nicht so stark, dass wir ihn hier übernehmen. Er ist schon alt, er ist nicht mehr der Jüngste. Können wir auch unsere Zitabus behalten. Einsteindorf ausbauen. Gucken wir mal, ob wir hier Erdgas haben. Nö. Also geht der Bus garantiert weg. Ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Müsste ich sogar selbst mal umtexturiert haben, die Knöpfe. Die Türknöpfe. Müssten die von vom X10 Add-on sein. Das MRN-Emblem habe ich auf jeden Fall selbst drauf texturiert. Vorher war da, was war da vorher? Gar nichts? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Habe ich aus dem Stadtbus genommen. Einsteindorf. Warum hauen die mal ab? Entschuldigung. Und die Sitze scheinen mir irgendwie nicht so gemütlich zu sein. Mal gucken, was auf unserer Internetseite steht, was die Leute über den Bus sagen. Was Teile angeht, können wir auch schwer bestellen, weil das ja im Prinzip unser einziger MAN ist.
wäre dann. Und bei den Chicago ist das auch so eine Sache, aber sie sind innovativ. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Verbrauchen nicht viel Sprit, weil die auch mit Elektrik fahren. Und die waren billig im Einkauf, aber pst. Und wir sind ganz zufrieden eigentlich damit. Die hätten noch keine größeren Mängel. Guten Abend. Guten Tag. Hallo. Hi. Eine Einzelfahrt. Einmal Schüler, bitte. Guten Abend. Hallo. Hallo. Was ist eigentlich mit den Augen los? Welche komischen Lichtverhältnisse haben die irgendwie solche komischen Augen? Bringt auch nichts, die Heizung. Ganz schön dunkel. Haben wir hier irgendwo eine Laterne in der Nähe, außer die? Naja, haben wir schon, also. Ja, Gott. Drei Laternen kann man nicht mehr hinmachen. Wir müssen auch genug Laternen stellen. ESL genug und hier sowieso. Pff, allein wie hell das Cinemax ist. Und die richtig guten Lampen hier vor. Nee, hier ist genug hell. Hell, hier ist genug hell. Aber hier gucken ja auch viele Leute den Film, auch nachts, ne? Hier ist auch gut ausgeleuchtet. Die Lampen machen zwar nicht viel, aber sie machen was. Bei der Rail. Oh Gott, die Rail ist ein bisschen heller als die ESO. Wahrscheinlich liegt es an dem Farbton, an dem Blau. Ja, hier ist eigentlich alles gut mit dem Licht. Warum ist da, warum leuchtet das hier? Aha, wegen dem Schild, ne? Der Betriebshof. Eigentlich auch gut ausgeleuchtet. Oh. Eigentlich alles gut. Und der hat ein bisschen wenig Funktion, der Bus. Der hat ja nur Kneeling hier. Hallo. Hi. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ist der Wahnsinn. Guten Tag. Guten Abend. Vielleicht die Textur nicht auch geändert? Keine Ahnung. Danke. Eine kurze. Wo sind die ganzen bitte. Taster hier irgendwie? Schulfahrschaltung oder so? Eine Fahrkarte, die den ganzen fehlt Tag. Fehlt doch irgendwas noch. Was fehlt Guten denn Tag. Da? Guten Tag. Hallo. Bitte. Keine Ahnung. Türfreigabe braucht man ja nicht. Aber hier auch. Das ist so knopfleer alles irgendwie. Das ist irgendwie nicht so überzeugend. Ich frag mich nicht wieso. Ja, ich sehe es selber. Hier ist offen. Da muss man noch ein Stück Gehweg anflicken. Nein, ich habe nicht das böse Wort. Das böse Wort. Flicken. Elsterplatz.
Hallo. Hallo. Wird's bald? Haben wir's dann? Ich wollte mal die Hupe testen. Ach, das, die habe ich auch geändert. Stimmt. Die habe ich aus dem X10, ne? Ich glaube ja. Läuft jetzt nicht gut, der Bus. Aber er ist auch ein bisschen lahmarschig, finde ich. Kommt da auch nicht aus dem Quark irgendwie. Also ich mach mal Test. Ich gebe ihm meine Note, den MÜ gebe ich mal eine Plus. Eigentlich nichts zu bemängeln, aber es würde theoretisch besser gehen. Mit CNG gebe ich mal eine. Also 3 minus der Bus, aber von den Möglichkeiten her ist er ja durchgefallen. Von den Möglichkeiten kriegt er quasi eine 6. Pfeift er so, ne? Das ist ein Zug da hinten. Taxi, moin, ich grüß dich. Ah, der wurde gerade hier abgeholt vom Bauernhof. Das ist doch eigentlich mein Gebiet. Na gut. Ich wollte wohl nicht eine halbe Stunde auf dem Bus warten, oder 20 Minuten, keine Ahnung. Ist ja auch schon spät. Kann ich verstehen. Nordspitze. Huch. Ich wollte gerade sagen, ist er schon wieder nicht rausgekommen? Schilder ich denn gerade? Eigentlich nicht. Ein paar Touren schafft der Bus noch.
danach müssen wir ihn abgeben. Das Problem ist, einmal hin und zurück, dann sollten wir auch den Tankinhalt lassen. Weil dann muss er abgeholt werden. Wir können ihn nicht mit leeren Tank zurückgeben, aber wir haben halt keine Möglichkeit dazu. Ne? Stell ihn mal hier am Rand. Damit wir wissen, kann auch paar Touren unter Beschluss. 76 schafft er noch einmal hin und weg. Ich glaube, so passt's, ne? Ja, fast. Passt. So passt es. Meine Damen und Herren, tschüss und bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch bauen könnte. Und so, mal gucken, ob wir hier einen schönen Ort haben, den wir dann aufs Thumbnail packen können. Ich muss dafür einmal Tag machen. Eigentlich das Kino, ne? Schon geil. Ne? Das hat übrigens ein Kunstwerk, das ist kein Mann. So, tschüss und bis zum nächsten Mal.